Ein Schuss aus seiner Waffe mit dem Namen Pitbull. Beworben und vertrieben von Migrantenschreck, einer ominösen Internetseite, voller Hetze gegen Flüchtlinge. Die Betreiber lügen, diffamieren und fordern Deutsche auf, sich zu bewaffnen. Zitat: 60 Joule Mündungsenergie strecken jeden Asylforderer nieder. Ein Vermummter schießt auf Bilder bekannter Politiker. So wirbt Migrantenschreck für sich. Unglaublich, aber Realität im Netz. Wir decken nun auf. Dahinter steckt auch ein verbotener Waffenhandel. Uns wurde ein Revolver zugespielt, der bei Migrantenschreck bestellt wurde. Wir haben hier eine illegale Schusswaffe vorliegen, die der deutsche Bürger so in dieser Art und Weise weder bestellen darf, noch auch in die Hand nehmen darf. Mit Ingo Meinhardt vom Verband der Waffenhändler und Ingo Rottenberger von einer Prüfanstalt schauen wir uns das Päckchen von Migrantenschreck an. So kam die Waffe an. Einfach per Post. Seien Sie vorsichtig. Das ist der Revolver. Oh, die ist sogar geladen. Das gibt's halt nicht. Aber jetzt müssen wir erstmal einen sicheren Zustand des Revolvers herstellen. Die Waffe wurde offenbar schon benutzt. Mit den gelieferten Schreckschusspatronen und Hartgummigeschossen kann man Projektile verschießen. Jetzt testen die Experten die Eigenschaften der Waffe. Unerwartet hoch ist dabei die errechnete Mündungsgeschwindigkeit. Oh, 300 Meter pro Sekunde. Die freigesetzte Energie ist um ein Vielfaches höher als in Deutschland erlaubt. An einem sogenannten ballistischen Block wird simuliert, wie tief die Kugeln in menschliches Gewebe eindringen könnten. Wir haben gesehen, dass die Gummikugeln etwa drei Zentimeter in den Seifenblock eindringen. Wir wollen wissen, wie gefährlich diese Waffe ist, wenn sie gegen Menschen eingesetzt wird. Der Rechtsmediziner Thomas Kamphausen hat die Ergebnisse von der Prüfanstalt bekommen und kann daraus die Verletzungsrisiken ableiten. Er muss an der Uniklinik Köln regelmäßig Schussverletzungen analysieren und ist alarmiert. Sie müssen damit auf den unbedeckten Körper geschossen regelmäßig mit Steckschüssen rechnen. Und zwar kann man sich vorstellen, dass das an empfindlichen Regionen wie beim Auge, am Hals oder der Schläfenregion am Kopf zu schwersten Verletzungen bis hin zum Verbluten, weil große Gefäße zerreißen oder weil tatsächlich auch die Schädeldecke penetriert wird und es zu Kopfschussverletzungen kommt, bis hin zu tödlichen Verletzungen, sind da zu erwarten. Das muss man ganz deutlich so sagen. Spurensuche. Wer steckt hinter der Verbreitung dieser gefährlichen Waffen? Im Impressum von Migrantenschreck steht eine Geschäftsadresse in Österreich. Im dritten Wiener Bezirk soll die GmbH ihren Sitz haben. Am Klingelschild steht nicht Migrantenschreck, dafür überraschenderweise Minikarma, der Name eines Vereins, der Internetbetrug recherchiert. Die Initiative gegen Missbrauch im Internet deckte als erste die Machenschaften von Migrantenschreck auf. Daraufhin gibt Migrantenschreck also seine Kritiker als Firmensitz an und versucht, sie so offenbar zu diffamieren. Wir zeigen André Wolf Bilder von unserem Beschusstest. Er ist regelrecht entsetzt. 300 Meter pro Sekunde. Bitte? Red mir jetzt gerade ein bisschen anders, du. Also, es ist unheimlich erschreckend. Zum einen, dass es so leicht über den postalen Weg bei dir zu Hause ankommt und dass so ein Schaden damit wirklich angerichtet werden kann. Ist das erschreckend? Wenn man das dann in dem Kontext sieht, wie es beworben wird, ist es umso erschreckender. Also mir fehlen hier fast die Worte zu dem Ganzen. Doch wer steht denn nun tatsächlich hinter Migrantenschreck? Die Seite wurde schon mehrfach geändert und ist laufend umgezogen. Doch in den ersten Tagen taucht als Anmelder der Seite ein konkreter Name auf, plus Adresse. Die Spur führt nach Thüringen. Ursprünglich war die Seite über die Schweiz, über eine CH-Domain gemeldet. Dort tauchte der Name Mario Rönsch in den Daten auf. Dann war er als .net-Adresse gemeldet. Da tauchte ebenfalls der Name Mario Rönsch auf mit einer Erfurter Adresse. Dieser Mann ist kein Unbekannter. 2014 war Mario Rönsch aktiv bei den sogenannten Montagsdemonstrationen in Erfurt. Seine Auftritte provokant. In die rechte Szene pflegt er zahlreiche Kontakte. Unter der Adresse, die bei der Anmeldung der Internetseite hinterlegt war, ist Mario Rönsch nicht mehr anzutreffen. Seine angeblich neue Wohnadresse ist ein Inselstaat im Atlantik, die Bahamas. Mario Rönsch ist abgetaucht. Nach unseren Recherchen wird inzwischen nach ihm gefahndet.
Mehrere Staatsanwaltschaften ermitteln gegen ihn. Und neuerdings auch die Cybercrime-Abteilung des LKA Berlin. Zurück zur Waffe. Laut Gravur kommt sie aus Budapest. Hersteller ist die Firma Kescherö. Wir finden sie in einem Gewerbegebiet am Rand der Stadt. Im Internet bewirbt der Chef persönlich die Waffe. Das beliebteste Produkt der Firma Kescherö ist der Revolver Pitbull. Damit kann man 12 mm Gummigeschosse mit einer Mündungsenergie von 55 Joule verschießen. Wir wollen den Firmenchef fragen, ob er weiß, dass seine Waffen illegal nach Deutschland verkauft werden. Doch am Eingang werden wir zurückgewiesen. Schriftlich erklärt er, weder Mario Ronsch noch Migrantenschreck zu kennen. Seltsam. Migrantenschreck zeigt Videos, die auch Kescherö zur Werbung nutzt. Kann man die Waffen von Kescherö in Ungarn freikaufen? Wir drehen mit versteckter Kamera in einem Waffenladen in Budapest. Wir erfahren, wir können den Pitbull-Revolver ohne Waffenschein mitnehmen. Registriert werden wir nicht. Nein, das ist nicht nötig. Du bleibst anonym. Du bekommst die Waffe in dieser Schachtel, die Munition separat. Für 170 Euro, halb so teuer wie bei Migrantenschreck, könnten wir die Pitbull von Kescherö jetzt einfach erwerben. Dann zur Post, um sie nach Deutschland zu schicken. Genauso könnte das illegale Geschäft ablaufen. Die Kritiker fordern angesichts der gefährlichen Waffen endlich Konsequenzen. Wir als Verband finden das Angebot dieser Internetseite ganz fürchterlich. Und wir fordern tatsächlich, dass diese Seite vom Netz genommen wird. Da muss wirklich was geschehen und das muss aus dem Verkehr gezogen werden.